Hallo, ich bin der Richard. Ich bin heute hier bei dieser Living Library Aktion, weil ich es toll finde, dass Menschen daran interessiert sind, wie es mir oder anderen Betroffenen geht. Meine Geschichte handelt darüber, dass ich 3 Suizidversuche hatte und über die gelernt habe, wirklich im Leben stehen zu können und das Leben lieben zu lernen. Ich bin von einem lebenden Buch heute zu der Veranstaltung eingeladen worden und bin sehr froh, dass ich da war. Es war sehr spannend. Ich habe 2 lebenden Büchern zugehört. Es war sehr angenehm, dass Leute frei über ihre psychische Erkrankung gesprochen haben. Es war sehr interessant, andere Perspektiven zu erfahren und vor allem über die Genesung zu erfahren, über was den Leuten geholfen hat oder auch immer hilft, mit der Diagnose zu leben. Weil ich finde, meistens erfährt man nur von Problemen oder wenn es Leuten schlecht geht. Aber es war ein sehr positiver Ausblick, finde ich auch immer. Der Dachverband Idee Austria, also wir, sind 6 Personen heute plus unser Geschäftsführer, und der Dachverband Idee Austria ist die Interessenvereinigung der Erfahrungsexpertinnen für psychische Gesundheit in Österreich. Wir sind sozusagen das Dach über den ganzen bundeslandweiten Selbsthilfe- und Interessenvertretungsorganisationen von und für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in Österreich. Und die Veranstaltung heute, zu der wird der Mario jetzt was sagen. Genau, wir haben versucht, mit einem neuen Format, zumindest für uns war es das Neue, im Rahmen des Tag des Inklusions, des Europäischen Tags des Inklusions, die Living Library da durchzuführen, haben da den Anspruch gehabt, auch Erfahrungswissende aus ganz Österreich zu sammeln, um da Besucherinnen und Besucher einfach die Möglichkeit zu geben, mit krisenerfahrenen Menschen, die durch eine Krise gegangen sind, Erkrankungen erlebt haben und aber genauso wieder gesundet sind und Stabilität und Lebensqualität erfahren, einfach dieses Erfahrungswissen weiter zu vermitteln und zu zeigen damit, dass es sehr viele und verschiedene positive Beispiele gibt, wie Gesundung passieren kann und Gesundungswege ausschauen können. Damit können wir nicht nur anderen Betroffenen Mut und Zuversicht vermitteln, dass sie auch diesen Weg gehen und sich wieder Lebensqualität zurückholen bzw. steigern, sondern auch eben anderen Angehörigen oder auch ein Stück weit auch Professionisten das Bild vermitteln, dass Gesundung möglich ist vor allem. Und ja, das ist so der sage jetzt mal, Hauptaufgabe oder das Ziel, Zweck dieser Veranstaltung. Veranstaltungen wie diese sind insbesondere wichtig, um psychischen Belastungen bzw. Erkrankungen, um diese sichtbar zu machen. Denn im langjährigen Durchschnitt sind zu jedem Zeitpunkt etwa 25% der Bevölkerung von einer psychischen Belastungssituation betroffen. Dennoch ist Stigmatisierung aufgrund psychische Erkrankungen und deren Folgen in unserer Gesellschaft nach wie vor deutlich. Die Enttabuisierung psychischer Belastungen und die Stärkung der psychosozialen Gesundheit sind mir persönlich ein großes Anliegen. Mein Ressort setzt sich tatkräftig für die Entstigmatisierung und Förderung der psychosozialen Gesundheit ein.